Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Freundschaftlicher Wettbewerb ist unsere nächste Hauptmission. Und ich bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios, Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, Sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starek und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihrem Dienst. Solche Worte hört man doch gern. Ach, Mann. Sie so freundlich, die Züge zu nehmen? Was ist das für eine Kutsche, Leute? Ohne Scheiß. Verstehen. Ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Marco Müller führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starek seine Gesellschaft gekauft hat. Und nicht zu Unrecht hoffe ich, aber sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon nicht zu tun, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ist das so schwer zu glauben? So, ich weiß, ihr würdet gerne diesen Dialog hören, aber das ist einfach jetzt gerade viel besser. Ja, komm, gleich haben wir sie. Auf geht's. Und jetzt? Okay, das hätten wir geschafft. Und jetzt fahren wir zurück. Okay, sogar 100% hätten wir geschafft. Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Paxin muss noch zum Attaway-Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Paxin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Okay, das ist ja richtig super. Erstmal müsst ihr sterben hier. Keine Zurückhaltung!
Wundervoll. Muss man sich eigentlich im Laufe des Spiels nochmal irgendwie Waffen kaufen? Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Na also, so weit, so gut. Was auch immer das bringen soll, mit Sicherheit irgendwas Produktives, was nicht so produktiv ist, aber was nicht so produktiv aussieht. So, anzünden soll man das also jetzt. Am liebsten würde ich das jetzt eigentlich gerne so auf meinem Zweitkanal veröffentlichen, einfach weil es so dämlich ist. Echt, du meine Fresse, du. Da sieht man mal wieder, dass ich keinen Physikunterricht hatte oder keinen Chemieunterricht. Also, oh Mann. Mit einer Fachschulreife ist man echt am Arsch am Ende des Tages. Daneben nochmal. Weil jetzt sind diese ganzen Halunken wiederbelebt. Okay, ich hätte einfach diesen Pfeil da drauf schießen können. Dann wären sie vergiftet worden. Aber ich mach den ja immer wieder gerne. Also dementsprechend ja. Abwechslung ist schon dabei. So genug des Guten. Ja, ich hätte mich auch dafür entscheiden können, den am Leben zu lassen. Aber nee. So, jetzt machen wir es noch mal einfach mal richtig. Wie wär's damit? Stoß doch einfach, meine Güte. Genau, hau ruck, Jacob. Hau rein, Jacob, du. Der gute Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Ja, das können wir wahrhaftig singen. Mensch, ich bin zu schwach, um meine X-Taste zu drücken. Jetzt aber. So. Nee, das sage ich nicht, sondern eher das hier. Wenn wir schon schießen, dann mit einem richtigen Knall. Wie konnte das uns umbringen, meine Fresse? Aus der Distanz. Ja gut, dann zünden wir es einfach das nächste Mal regulär an. Ich meine, wir müssen doch irgendwie ein Feuerzeug in unserer Tasche drin haben.
Ja gut, dann heuern wir die von Anfang an eben an. Und halt mal, wir können doch auch einfach diesen blöden Pfeil da schießen. Seht ihr, das ist die schlaue Weise, das Ganze zu lösen. So. Ich kann das Ganze auch ein bisschen schneller machen, Leute. Versteht mich da nicht falsch. Soll ich mich notfalls auf dem Dach transportieren? Was ist hier wieder mal los, Leute? Hey, wir brauchen 3 Versuche für den Scheiß. Aber gut, es ist auch eine ordentliche Ladung. Die Lunte ist gelegt. Ja gut, es hat gereicht. Aber das war wirklich nicht nur irgendwie ein Feuerwerksknaller. Also ein größerer Effekt als bei jedem Godzilla-Film eigentlich. Ein wunderschönes Feuerwerk. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Okay, jetzt wurden wir offiziell eingestellt als Mitarbeiter. Das ist ja auch was. Gut. Oder auch nicht. Nun ja, Leute, egal ob ich jetzt den Part unterzogen habe oder überzogen habe, ich muss mich jetzt ganz dringend ausruhen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet ihr uns Staffel, denkt dran, Freundschaft ist Magie.